Herzlich willkommen in Jurassic World Evolution 2. Okay. Wir sind halt so, ich habe die Kampagne durch. Wir werden den einen Livestream die komplett nachmachen. Also habe ich wirklich planen. Also so dann. Also wir machen hier weiter. Jurassic Park, bin ich fast fertig. Wir werden alles neu starten. Zweiten Teil, dritten Teil, vierten Teil, fünften Teil. Und dann schauen wir mal, dass ich noch das kaufen kann vielleicht. Die Musik finde ich einfach nur gut. Der Moskito. Millionen von Jahren konserviert. Und darin? Tja, diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben, wie es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochmut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. Okay, ich brauche 10.000 Versuche. Viel Spaß. Die erste Folge habe ich schon heruntergeladen, also die erste Testfolge. Das wird jetzt die erste Folge von dem ersten Teil Jurassic Park. Wundervoll, nicht wahr? Das ist ein echtes Paradies. Aber es fehlt was, was es früher besaß. Bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen Spektakuläres. Dinosaurier, nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land der Saurier. Danke für eine Erklärung, die ich nicht wirklich mag. Ah, gut, gut. Du scheinst dich einzuleben. Ich möchte dir Lily Halford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier im Park. Sie bringt dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. John, bitte. Oh, gut. Wie Dr. Hammond, oh, John, dir bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss. Oh, und auch mit Energie. Wie ich sehe, ist alles in guten Händen. Weitermachen. Wir geben Ihnen Bescheid. Fantastisch! Einfach fantastisch! Perfekt. Einfach komplett die komplette Kampagne. Einfach richtig auf. Einfach komplett als Troll. Einfach falsche Wege verbunden. Also mit. Eigentlich sollte hier rechts ins Besucherzentrum kommen. Mach ich nicht. Natürlich, ich muss Platz sparen. Also mein Geld. Weil. Ihr wisst, ich habe nur 29 Millionen zur Verfügung und die geht schnell weg. Normalerweise.
Eigentlich ist es immer bei jedem Versuch passiert. Aber ich habe es einmal geschafft, sogar ein paar Millionen, sogar sehr spät. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen, sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit anzufangen. Um die gewünschten Saurier zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Oh, das ist ja teuer. Okay. Ich sehe es, wo es hin wird. Ich habe sehr gute Leute, aber... Oh, die werden bestimmt sehr teuer sein. Immer. Weil die zahlt mal pro Minute. Und die sind echt gut. Also das bedeutet, sie kosten sehr viel Money. Irgendwie habe ich vor, das Gehege ein bisschen zu verkleinern. Weil es tut gerade sehr viel Platz weg, ne, merkt man. Ja, merkt man sehr viel Platz weg. Aber ich muss auch so sparsam wie möglich umgehen. Darf man ja nicht vergessen. Sparsam umgehen. Ich habe schon den ersten Testerfolg gemacht. Also für mein Kreativ in der ersten Testfolge. Okay. Also Jurassic Park, naja, ist so echt schwer, muss man sagen. Velociraptoren. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast. Aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mit Hilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden. Ich mach gefühlt hier ein Speedrun hier so richtig hier schon drauf. Aber egal. Den ersten Teil von... Also, Jurassic World Evolution 1 habe ich nicht gespielt. Gar nicht. Und habe ihn auch nie durchgespielt, weil ich ihn auch nie gespielt habe. Macht Sinn. Und das ist das erste Mal, dass ich Jurassic World Evolution überhaupt mal spiele. Ist der überhaupt der zweite Teil? Den ersten Teil habe ich gar nicht mal gespielt. Also, Leute, informiert mich in den Kommentaren, bitte. Unsere erste Synthese war erfolglos. Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserungen. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Wie sagt man auch, wenn deine Mitarbeiter zu müde sind im Spiel, eigentlich habe ich einen Trick herausgefunden. Und ich glaube, man bezahlt sogar, man bezahlt sogar Money, dass die schlafen, oder? Ja, weil wenn die schlafen, werden die als neu gestartet und die werden jetzt nicht sauer und es wird länger dauern. Aber irgendwie ist es egal, dass es länger dauert. Merke ich irgendwie. Wenn es echt so Geld kostet, dass. Das heißt, wir beginnen mit Raptoren? Sind wir schon soweit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich folge der Wissenschaft und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Wir haben so viel gelernt und werden weiterlernen, während wir voranschreiten. Ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Herford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Halte mir die Anwälte vom Hals und die Saurier sicher und zufrieden in ihren Gehegen.
Und meine ewige Dankbarkeit ist dir sicher. Dr. Hammond, haben wir also Ihre Genehmigung fortzufahren? Ja, mit größtem Vergnügen. Ich mach erstmal zwei Raptoren, weil die sind auch einer der besten. Zwei Minus und zwei Plus, weil der 3 Minus finde ich nicht gut. Der wäre es noch teurer, über 1 Million. Und der ist extrem gefährlich mit dem 3 Minus. Ah, ich würde ihn lieber nicht nehmen. Das Geld sinkt im Minus halt. Aber ich kann mich erinnern mit der Sabotage, Dino-Ausbrüche. Oh, ich kann mich erinnern. Es ist so schlimm. Jurassic Park, also die erste Mission finde ich am schwersten von allen. Also bisher, die ich gespielt habe. Also ich habe nur ein bisschen gespielt und das finde ich ein bisschen am schwersten. Keine Ahnung. Kann da liegen mit Sabotage und so weiter sammeln. Das Geld geht schnell aus. Also wirklich Leute, 30 Millionen als Startkapital geht nicht. Geht so langsam. Auch mit Dr. Wus Zusicherungen wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. Gut. Patrouille. Ich muss sofort neben das Raptor-Gehege. Ich will sofort die Einsatzkräfte sofort dahin, weil ich muss 2 oder 3 Sicherheitskräfte neben das Dilo-Raptor-Gehege oder neben dem T-Rex-Gehege, weil ich plane es so, dass ich so das T-Rex-Gehege irgendwo hier mache und dann so 2, 3 Sicherheitsposten hier platziere, die mit dem Hubschrauber ganze Zeit in Einsatz sind. Also ein Hubschrauber und Notfall, falls ausbricht, alle Hubschrauber, die ich habe, sofort losschicken. Weil es ist extrem gefährlich. Mehrere Dinos brechen aus. Also zum Beispiel, es kommt Sabotage oder der Wind. Sofort alle Einsatzkräfte. Die Tiere müssen sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Je weniger sie sich an ihrer Gefangenschaft stören, umso eher werden sie sich erwartungsgemäß verhalten. Das ist besser für sie und natürlich auch für uns. Überprüfe das Wohlbefinden der Raptoren und bedenke, dass sie sich erst an ihr neues Gehege gewöhnen müssen. Gut, das mag er hier noch mehr. Okay. Schnell erledigt. Oh, der Öl geht aus. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr kauft immer nach 100. Weil das Leute waren umgerechnet. Es war natürlich heute. Der Park bietet nicht viel Unterhaltung oder gar pädagogischen Wert, wenn die Gäste die Saurier nicht sehen können. Und was ist denn der Sinn, wenn man diese majestätischen Tiere nicht aus der Nähe sehen kann? Wir können Beobachtungsgalerien errichten, dann können die Gäste genau das tun, John. Sie werden beeindruckt sein. Und genau das wollen wir ja. Genau meine Meinung, Lily. Sie werden immer und immer wieder zum Jurassic Park zurückkehren wollen. Wir bieten unbezahlbare Erinnerungen zu einem angemessenen Preis. Ah ja, nun verstehen Sie mich. Umgerechnet, wenn man alles voll haben will, damit muss man erstmal dieses 50. Dieses komplett auffüllen eigentlich. Was habe ich hier? Okay. Das brauche ich. Ich muss sehr billig hier gerade sein.
Weil ich muss aufpassen, dass ich gerade jetzt nicht so viel Geld rausgebe. Weil das ist sehr, sehr teuer alles. Sehr teuer. T-Rex wird so 1 Million erstmal kosten. Ich glaube, wenn ich mich noch so am Preis erinnere, hat, glaube ich mal, der T-Rex so 1,2 Millionen so gekostet. Ich glaube, das war so. Ja, und dann hat es mehr als 2 Millionen gekostet, wenn man 2 hat. Und das war echt teuer. Eigentlich sagt man, oder T-Rex will man lieber mit. Na, ich weiß auch nicht. Also, gerade meine Mission. Also, gut. Hallo. Die machen es nie. Was soll das für eine Musik? Finde ich gar nicht cool. Keine Ahnung, was das für Leute sind. Also, boah, ich habe die komplette Steuerung vergessen. Ich tue mal YouTube gucken, als ich spiele, und ich vergesse die komplette Steuerung. Also ziehen oder. Und Gott sei Dank habe ich nur 2. Oh, die haben sich halt Stufe 6. Achso, von der Beobachtung. Ich bin gerade nicht schlau. Ich habe schon vergessen, was man alles machen muss. Leute, das ist so lange her, bis ich gespielt habe. Jetzt muss ich den Monobad, bis er aufgebaut ist. Eigentlich sage ich euch, kauf lieber das gar nichts hier. Weil hier lohnt es sich gar nicht mal etwas zu kaufen, weil was muss man erst später. Dekoration. Wir brauchen eine paläomedizinische Anlage, damit kranke oder verletzte Saurier versorgt werden können. Das ist eine gute Idee. Unsere Saurier müssen gesund bleiben. Expeditionssinn. Ich benötige mehr genetische Proben, als wir hier im Park zur Verfügung haben. Wir können selbst Expeditionen aussenden, um Fossilien zu sammeln. Aber vor allem musst du ein Expeditionszentrum errichten. Dann können wir DNA aus den im Feld gesammelten neuen Fossilien extrahieren und einen noch vielfältigeren Satz an Saurier-Genomsequenzen zusammenstellen. Das sollte Priorität haben. Okay, macht Sinn. Okay, ist fertig. Jetzt geht's ja da top. Jetzt habe ich nur fast 2,5. Jetzt bald habe ich 25 Millionen. Da geht's ja da top. Das geht's ja da top. Nee, Dino Raptor. Nee. Nee. Da geht's ja da top. Schnelle Expedition. Glückwunsch. Habe ich noch was herausgefunden? Könnt ihr dieses Glitch beheben? Wer auch immer dieses Spiel erstellt hat, hat daran nicht gedacht. Leute, könnt ihr. Hä? Was ist das? Mal wieder.
So, ich warte hier so 10 Stunden und dann merke ich gar nicht mal, dass sie schon da ist. Okay, ich bin nicht wirklich schlau. Oh, Geld. 110.000, wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Weit geht die Map. So, hier grenzt sie. Ja, warte mal, ich baue mal so. Was passiert? Okay, jetzt sieht die so die Grenze. Boah, so viel Platz habe ich. Ja gut, aber die Straßen werden sehr lange und das Geld wird so schnell knapp dann. Ja, das geht ganz schnell knapp. Entlasse auch einen neuen Pflanzenfresser ins Gehege. Ich möchte diese Tiere im Freien beobachten. Ich meine, so frei, wie wir es gestatten. Gut, ich brauche ein neues Gehege. Warte, kann ich das? Ich will mal wieder nachgucken. Kann ich einen höheren Zaun bauen? Also, dass der Zaun stärker wird. Nee, stärkere Zäune. Okay. Weil die können jetzt diese Triceratops können jetzt weglaufen jederzeit. Und das ist jetzt extrem gefährlich. Also, die Triceratops sind sehr gefährlich, kann man sagen. Ich soll hier eine Galerie errichten. Okay. Oh, das wird echt Millimeter gerade berechnet. Hä? Oh, 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 oh. Ja, hier habe ich ihn. Oh, das ist echt Millimeter berechnet. Wieso muss man das Millimeter berechnen? Gut, ich mache erstmal alles, was sie brauchen. Grundsachen. Okay. 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 Geht gut, Brotausgang. Ach nee, dann zwei lieber. Weil die sind sehr teuer. Und ihr wisst ja schon, ich muss Geld sparen. Brutvorgang. Oh oh. Ich muss schon Personalzentrum. Warte, ich tu mal Sorgen, kann ich für Personalzentrum. Oh. Forschung. Ich muss Personalzentrum. Personalzentrum. Mhm. Es wäre jetzt gut, dass ich jetzt Personalzentrum habe. Jetzt Personalzentrum wäre sehr wichtig. Ich muss schon drei Leute. Kein Strom. Hier ist Strom. So, Personalzentrum, die können entspannen. Hm.
Ich kümmere mich um den Strom. Okay. Wissenschaftler. Ansehen. Die drei werden zum Ausruhen geschickt. Das muss ich. Meine Arbeiter werden nicht wütend. Touren. Eine Tour wäre jetzt nicht gut, nur für die Velociraptors. Okay, ich kann noch nicht mal den Namen aussprechen. Ich weiß ja, der ist nicht mein Pilot. Oder doch, ich glaube, da ist ein Pilot. Das war. Mehrere Saurier bedroht. Hubschrauber Aufgabe hinzufügen. Die Betäubung. Warte, ich kann die verkürzen. Okay. Komfort, okay. Und die wollen mehr Wald jetzt. Okay, weniger Wald. Okay, 92. Wir sind zufrieden, etwas. Wir machen so selbst Timer, weil die wissen schon, die Triceratops sind sehr gefährlich zum Ausbrechen. Bei so vielen Teilbereichen möchte ich sicherstellen, dass wir den Grund für unseren Aufenthalt auf dieser Insel nicht aus den Augen verlieren. Die Saurier. Wir haben sie erschaffen und nun sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Dies ist unsere Verantwortung und die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass es unseren Sauriern so gut geht wie irgend möglich. Aber ich. Dr. Wu und Dr. Hammond wollen, dass wir die Artenvielfalt im Park erhöhen und dann ein Fahrgeschäft bauen, von dem aus man die Tiere sehen kann. Es soll etwas Beeindruckendes sein. Parktour. Ich höre gerade, dass die PlayStation extrem läuft. Die Tour. Aber so. Ui. Irgendwie geht's mir nicht schwindelig dabei. Oh, ich vergesse echt, dass ich gerade eine Aufnahme mache. Oh, die Touren. Ja.
Turnen. Hä? Ähnlich wie Turnen. Merke ich gerade. Nee. Nicht das. Oh. Das muss ich jetzt hier extra noch einen Weg machen. Nach dieser Mission ist der Jurassic Park eröffnet. Kann ich mich noch erinnern? Ist so. Sehr teuer. Sehr teuer. Gott, was muss ich hier machen? Oh mein Gott, ich vertippt mich. Irgendwann, ich mache den ganzen Komfort der Willi. Okay, kann. Ich vergesse immer noch den Namen. Ja, und da schläft sogar einer. Keiner schläft hier in meinem Haus. Schläft sogar in der Leben. Och, wie haben wir immer noch einen 100% Komfort, frage ich mich. Ach, den gehen den Streik. Ja. Ja. Fünf. Gut. Einschließlich zur Expedition. Erstmal Pflanzenfresser, weil die Fleischfresser. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade sage. Aber irgendwie. Die Pflanzenfresser sind viel besser. Oh, ich muss gerade aufs Klo. Okay, Leute. Warte, ich mach die Kopfhörer kurz aus, dann hört er nichts. Okay.
du. Ey Leute, ich bin kurz zurück. Ist der auch noch ein bisschen aus? Speichern. Best. Okay, die Expedition ist aus. Ja, guck mal, wie viele das sind. Oh! Fit. Okay, gar nicht mehr Vorteile. Ja. Ja. Gut, ich geh jetzt raus. Vielleicht geht das aus. Oh, ich schicke wieder ein zur Expedition. Der Parola oder was auch immer, wie er mal heißt. Schnelle Expedition. Geld. Geld. Ja, ja. Okay. Nur die zwei Sachen. Okay. Es wird reichen, es wird reichen. Holt schon eine Extraktion. Perfekt. Haben schon auf 4 maximale. Freilassen. Und springen. Gut, 5 sichtbar. Egal. Okay. Gnome. Okay. Hier. Mhm. 15.000 sind sehr billig. Ich kann gefühlt da. Okay, hat Stress. Warte, mach den ein zu Nickerchen. Ja, weil ich will eigentlich nicht 6 vorschauen, weil es sind zu viel Geld, das ich ausgebe. Das ist ja zu viel. Oder ja. Sehr billig. Können wir einfach. Nein, nicht da. So. Du kümmerst dich da. Nee, na, ausruhen. Okay, schlafen. Ich kann immer noch nicht so ein Gnome machen. Ich kann das Gehege machen. Ja, okay. Gut, es sind auch wieder Pflanzenfresser. Es wird leicht, dieses Gehege. Sogar in ein Wald. Das ist ja noch leichter. Ah, die brauchen aber schon jetzt viel Platz, vermute ich mal. So, ich mach mal erstmal hier wieder die Beobachtung. Kann man wieder was sehen?
Ich weiß, sie werden sehr schnell krank. Aber immer noch werde ich so ein MFO oder wie auch immer es als Abkürzung heißt. Aber zu viel Wald braucht Wasser. Bisschen Wasser. Mhm. Okay. Blutvorgang erfolgreich. So, die drei kommen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Gut, jetzt kann es, wenn die fertig sind, weil ich mache noch eins so ein Nickerchen. Müssen Schaffler ansehen, ja. Einen mache ich noch zum Schläfchen. Schnell Extraktion wäre das. Der wäre gut jetzt gewesen. Och, komm, schneller, schneller, schneller. Produkt unterwegs. Wie lange habt ihr Pause? Schneller. Ja. Produkt. Ein Kampf begonnen ist mir egal. Sehr viel. Boah, sehr viel. Hat sich gelohnt, Expedition. Mhm. Auch wieder eine erfolgreiche Wissenschaftler-Limit. Spiel, du hast irgendwie was Falsches kapiert. Ich hab erstmal eine 5 hat. Ich hab nicht den passenden, aber egal. Transport hat begonnen. Okay, wo fliege ich hin? Meine Kamera fliegt irgendwo ins Nirgendwo hin. Wir kämpfen mitten auf der Straße. Pass auf! Hm. Eine neue Lebensform genommen. So, Arbeiter wieder dran. Wieso habe ich sofort Dilo-Raptor? Den will ich nicht sehen. Das ist zu gemein. Schnelle Diagnose. Okay, die geht ultra schnell. Die ist ultra schnell. Bist so schnell. Okay, Wasser. Das ist sehr Wasser. Die lieben Wasser. Wieso nennt man die nicht Wasser-Dinosaurier? Frage ich mich. Die lieben Wasser. Ich hätte die Wasser-Dinosaurier genannt. Wenn ich die Fossilie gefunden hätte. Und mal von Großteil überschwemmt. Wie die es wollen. Boah, die lieben hier komplett alles über. Okay, die sind schon da. Wartet nur. Okay, Ranger Posten. Mhm. Das. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wir sind nur Augenblicke von der Eröffnung des Parks entfernt. Und jetzt höre ich, dass wir kranke Saurier haben. Ich möchte Zusicherungen. Wir arbeiten bereits daran, Dr. Hammond. Jetzt gerade senden wir eine mobile Veterinäreinheit von der paläomedizinischen Einrichtung aus. Nicht wahr, Lilly? Ja, natürlich. Sie kümmern sich um die Diagnose und wir entwickeln ein Heilmittel für den Triceratops. Perfekt. Wir haben einen Plan. Damit ist alles vollständig unter Kontrolle. Das ist noch nicht einmal ein kleiner Rückschlag. In Anbetracht all der Steine, die uns bei der Umsetzung des Jurassic Park in den Weg gelegt wurden, bin ich geneigt zuzustimmen. Was immer nötig ist, sorgen Sie dafür. Und Henry, informieren Sie mich, sobald das erledigt ist. Verstanden. Lilly, machen Sie weiter. Danke. Wie Dr. Wu bereits sagte, ist alles unter Kontrolle. So, das kümmert sich darum. Okay. Die beiden. Schnell. Oh, jetzt geht wieder.
hier das Tankhaus. Was? Ich weiß nicht, was wundersamer ist. Die Saurier zurückzubringen oder endlich den Jurassic Park für das Publikum zu eröffnen. Ein Traum wird wahr. Gut gemacht, John. Eine Hommage an uns alle und an die Kraft der Träume. Und an die anhaltende Faszination der Öffentlichkeit für diese erstaunlichen Tiere. Hoffentlich für immer. Wahre Worte, Miss Halford. Und nun möchte ich das Einzige sehen, was noch interessanter ist als die Saurier. Und was wäre das? Menschen, die zum ersten Mal einen Saurier sehen. Oh, und ein Eis essen. Na los, das geht auf mich. Willkommen im Jurassic Park. Okay, die Spektrum ist eigentlich nicht schön möglich. Die Toilettenversorgung und Schutz. Bislang war der Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch wollen wir den Komfort unserer Gäste noch erhöhen, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in der Nähe ist, wenn sie der Ruf der Natur ereilt. Schutzräume werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehegen entschlüpfen. Und je näher unsere Hotels den Sauriern sind, umso... Und das wollen wir auf jeden Fall. Ja. Sag mal hier einfach hier. Einfach hier einfach ein Hotel hinklatschen. Wird ein bisschen die Wagen halt ein bisschen aufhalten, aber immer noch was Gutes. So. Jetzt kann ich mich komplett kümmern. Okay, Alarmstufe rot. Jemand aufs Klo? Brauche ich lieber noch eine Toilette. Immer schön Toilette. Produkt wird transportiert. Transport im Gange. Alle hungrig. Produkttransport beendet. Oh, und dieser Komfort ist echt nicht gut. Das wäre auch Komfort. Okay, mögen sie nicht. Die mögen es gar nicht. Okay. Weiter, 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 weiter.
Okay. Was mögen die jetzt? Okay, ich lasse es mal so. Ein bisschen. Okay, Schutz mögen die jetzt mehr. Okay, Schutz. Baue ich wieder mal Schutz. Boah, echter Gewinn. Wird echter Gewinn geschöpft. Sehr erfolgreich. Hier ist sogar der Spinosaurus-Schädel. Bei allen Einrichtungen merke ich. Okay. Läuft echt gut. Schutzräume. Unterkunft. Okay. Schutz mache ich mal hier noch ein bisschen. Aber ich muss hier so viel Schutz hinklatschen. Das ist echt viel. Noch ein Schutzraum. Schutzraum. Echt viel Schutzräume und Unterkunft. Keine Toiletten. Der Gewinn hier. Oh, blau bedeutet hier mega oder was? Schauen wir mal, was ich wieder für meinen Gastkomfort machen kann. Oder was ich für Gebäude. Einrichtung, ja, das meinte ich. Nur Einrichtung. Okay. Kann ich noch das machen? Wieder sehr schnell. Toilettenversorgung. Okay, die brauchen mehr Toiletten. Die brauchen Toiletten. Okay. Toiletten werden gemacht. Schon besser kein Sound ist jetzt gut. Oh. Also die haben zwar niedrigen Komfort, die mögen das nicht.
Okay. Ja, okay. Okay, steig. Okay, die mögen jetzt nix. Hab die sagen schon so, okay. Die sind jetzt hungrig. Unterkunft. Mittelgroße Einrichtung machen wir so mal. Eine mittelgroße. Einfach eine mittelgroße. Echt wieder mega Gewinn. Wieder hier gewinnen. Wie soll ich das jetzt mit Unterkunft? Das ist eigentlich nochmal mit Unterkunft gemeint. So viel. Ich wollte gerade sagen, die Hotels. Ach, wieder so. Egal. Okay. Ich habe noch 18 Millionen. Ich bin hier gerade hier. Ich kann ja den Platz nutzen, wenn... Okay, das klappt nicht. Dachte ich, hier könnte für den Strom machen. Aber hier... Kein Strom! Oh, oh, das wird jetzt gar nicht gut. Toilettenbewertung. Also für so... Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gäste gut versorgt werden. Lass uns einige Annehmlichkeiten bauen. Wenn der Appetit unserer Gäste nicht gestillt wird, gibt es auch weniger Appetit auf Saurier. Okay, erforsche ich mal. Toilettenmangel. Toilettenmangel. Ich habe noch nie von Toilettenmangel gehört. Wer hat schon bitte Toilettenmangel? Komisch. Gut, Toiletten. Da ist eine Toilette. Hier auch eine Toilette. Hier auch eine Toilette.